Wunderschönen guten Abend, Leute. Euer Blaine wieder hier. Ja, heute mit dem lang ersehnten Champion. My work is not done. Varus. Ja, Varus ist ein AD Carry Champion. Range auf jeden Fall. Ja, kommen wir gleich zu dem. Es ist ein AD Carry auch möglich als Jungler. Das Jungler Part. Also den Jungler-Part lassen wir mal weg. David spielt da folgen. Ich werde ihn mal als Jungle ausprobieren. Werde gleichzeitig das Video dann dazu machen. Ja, kommen wir gleich zu den Items von Varus. Es gibt zwei Möglichkeiten anzufangen. Entweder mit normalen Boots, mit drei Heal Potions oder mit einem Doran's Blade. Was ich empfehle, das dann natürlich. Und danach, wenn ihr die 570 habt, kauft ihr euch gleich die Boots. So, tun wir mal so, als hätte ich die drei Heal Potions schon verschwendet. So, und jetzt habe ich Zerkas Graves gekauft. Danach kauft ihr euch wirklich zwei Doran's Blades. Doran's Blade. Zweimal. Habt ihr drei Items. So, das erste Item, was ihr kauft, ist Infinity Edge. Klingt Unendlichkeit auf Deutsch. Bringt 80 Attack Damage, 25% Critical Chance und macht 250% mehr Schaden bei Crits. Ja, wenn ihr das Item habt, kauft ihr als nächstes Eifer. 20 Attack Speed, 20 Critical Rate, 8 Movement Speed, also 8 Low Speed, 10 Crit Rate, also kritische Trefferrate, und 20 Attack Speed. Danach kauft ihr euch einen wundervollen Blutdüster. Bringt 60 Attack Damage, 12% Lifesteal am Anfang, kann man stacken bis zu 40 Attack Damage dazu und 8 Lifesteal dazu. Übrigens, von dem Patch her, von früher, der Blutdüster bringt nicht mehr so viel wie früher, leider. Wenn ihr stirbt, werden die Stacks nicht weggehen, die ihr aufgebaut habt. So wie früher, wenn ihr gestorben seid, waren die Stacks weg. Ja, nachdem ihr das habt, kauft ihr euch aus dem Eifer eine Schattenklinge. Dann habt ihr hier drei Items. Dann verkauft ihr ein Doran's Blade und kauft euch ein schwarzes Beil, oder? Beziehungsweise der Black Cleaver. Was bringt der? 55 Attack Damage, 30 Attack Speed und wenn ihr einen Gegner angreift, verringert sich die Rüstung von ihm von 15, also verringert sich die Rüstung um 15 für 5 Sekunden, dreimal stackbar. Dann habt ihr 4 Items. Dann verkauft ihr den nächsten Doran's Blade und kauft euch einen Guardian Angel. 68 Armor, 38 Magic Resist. Und wenn ihr stirbt, werdet ihr wiederbelebt mit 750 HP, 375 Mana, hat 5 Minuten Cooldown, der ganze Spaß. Ja, dann gehen wir mal auf die Botlane für die Skills. Ja, Leute, das Laufen von dem erinnert mich irgendwie an Wayne, wenn Wayne die Ulti anhat. Finde ich. Dann kommen wir gleich mal zu der Passiv. Die Passiv bringt, wenn ihr einen Gegner killt, also einen Champion, oder einen Assist habt, dann kriegt Varus für 6 Sekunden lang 40 Attack Speed dazu. Und wenn ihr ein Vasallen killt, 20% Attack Speed für 3 Sekunden. Wie ihr seht, habt ihr es gesehen, der Bogen wird dann auf einmal rot, dann habt ihr diesen kleinen Bonus von diesen 20 Attack Speed. Ich find's einfach geil gemacht. Entschuldigung für die Lags, Leute, ich weiß nicht, was los ist. Ist Skill auch aktiv? Ja, Leute, der Q-Skill. Q-Skill, der Main-Skill von Varus. Ich zeig ihn euch gleich. Umso länger ihn drückt, ich zeig es euch mal nochmal. So, damit die Kamera schön auf Varus fokussiert ist. Ich kann es euch jetzt schon mal sagen. So. Umso länger ihr drückt, wie ihr seht, besser wird die Range. Dann feuert ihr ihn einfach ab. Ihr trifft eh mehr Gegner auf einmal. Kommen wir gleich zum W-Skill. Ja, der W-Skill, wie ihr seht, er markiert den Gegner. Freiweile. Wenn er den Q-Skill einsetzt. Ja, ich habe ihn zu lange gedrückt, wie ihr bemerkt habt. Wenn der Gegner drei Markierungen drauf hat, dann schießt euren Q-Skill erst. Weil dann macht euer Q-Skill enorme Damage. Ich zeig's euch mal. 1,
zwei, drei. Dann der Kuhskelett hin. Das muss ich bedenken. Der Kuhskelett ist das auf Level 1 gewesen. Ja, dann kommen wir gleich zum E-Skill. Ja, der E-Skill ist geil gemacht für dich. Wenn ihr den E-Skill also schießt, ich zeig's euch mal, da kommen einfach so Pfeile von oben runter. Genau so. Der reduziert die Geschwindigkeit um 25% und die Heal, also die HP-Regeneration um 50% für 4 Sekunden. Also ganz schöner Skill, finde ich. Genau. Nein, nicht getroffen. Auf jeden Fall hauen wir uns mal auf die Ulti hoch. War das ist wirklich ein geiler Champion. Finde ich, meiner Meinung nach. Ja, die Ulti wird auch nice. Verspreche ich euch schon mal. Seht ihr, was der Kuhskill für Damage macht, wenn man ihn gescheit einsetzt. Wie ich schon gesagt habe, der ist echt nice, der Champion. Gleich Level 6. Kann ich euch die Ulti gleich zeigen. Am liebsten würde ich eigentlich erst in die Stadt zurückgehen und Feuerboots kaufen. Und volle Mörder haben, damit ich ihn richtig die Kombi mal zeigen kann von Varus. Was ich am liebsten so machen. Das mache ich jetzt auch. Ich gehe zurück, kaufe mir die Zweierboots und ein Doran's Blade und dann zeige ich euch mal die wundervolle Kombi von Varus. Was er alles oder was für eine Lage der ist, Damage zu machen. Das ist einfach heftig. Das ist abnormal. Ich kann den Champion nur so loben. Rivas hat wirklich geiles Ding gemacht. Aber was ich schade finde, der Champion hat nur einen einzigen Skin, den man sich kaufen kann. Da hätte sie wirklich mehr Mühe geben sollen. Zweiter Punkt, Ranked Games. Der wird hundertprozentig bei jedem Ranked Game gebannt. Ja, das finde ich schade. Ja, ich zeige euch gleich mal die alles hier, die ganze Kombi. Schau, ihr macht den E-Skill. Da kann er sich kurz nicht bewegen. Drei Markierungen. Wie ihr gesehen habt, Damage ist. Jetzt beleuchtet euer Bombina. Das heißt, ihr habt den Boost dazu bekommen, also den Attack Speed Booster von 40%. Für 6 Sekunden. Ja, das war's eigentlich soweit von mir. Oder nicht von mir, eher gesagt von dem Champion. Dann kommen wir gleich zum Ditson. Zwei Dorans Blades gekauft, ja, so fängt sie an. So muss es aussehen am Anfang, wenn ihr das Geld habt. Danach kommen die großen Items. Die Items werdet ihr nochmal in den Beschreibungen finden. Ja, Leute, apropos, ganz wichtig, ich hoffe, ich weiß nach den Views ja, dass die Videos euch gefallen und nach den Daumen hoch. Es macht mir auch Spaß. Es ist auch wieder eine Freude, mal sowas zu sehen. Nach den ganzen COD-Videos, die leider nicht so gut ankommen. Ja, ganz wichtig, abonnieren, 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 bewerten, bewerten, bewerten. Und in den Kommentaren schreiben, was ihr von dem Champion haltet. Was nicht so gut ist, was OP ist mit dem Champion. Schreibt einfach eure ganzen Meinungen da rein. Ich werde alles lesen. Wirklich alles lesen. Wenn ihr mit mir spielen wollt, ich bin für Spiele offen. Adden einfach oder nicht adden. Eher gesagt eine private Nachricht bei YouTube schicken mit eurem Namen, wie ihr in LOL heißt. Ich adde euch.
Aber bevor ich euch adde, schreibe ich in YouTube euch zurück, dass ich euch geaddet habe oder adden werde heute noch. Und dann können wir zusammen ein Spiel machen. Oder auch wenn ein Kommentator dabei ist, gerne auch ein Duell-Commentary. Für mich ist es kein Problem. Schaut euch meine anderen Videos auch an. Bewertet die auch. Abonnieren, abonnieren, Leute. Ich wünsche euch damit um 12:30. Ich wünsche euch um 12:30 eine wunderschöne gute Nacht. Kommt gut in der Früh raus. Und viel Spaß weiterhin bei den Videos. Euer Blaine. Ciao.